Tag Leute, Feierabend habe ich noch. Ich habe noch Feierabend. Habe jetzt gerade Video geschnippelt und war mal wieder Diskussion von wegen Dieselfahrverbote. Naja, also ich fahre ja keinen Diesel, außer diesen hier, aber da brauche ich mich ja nicht für zu rechtfertigen. Das ist ja nur mein Arbeitsgerät, der Gerät. Und ich habe meinen PKW umgerüstet auf LPG, ich fahre ja Autogas. Ich hatte das Auto neu gekauft im Jahre 2010, den VW. Ich habe da einen 1,4er TSI drin mit 160 PS, also Kompressor und Turbolader Aufladung, ja. Und der erste Motor ist mir um Ohren geflogen, da war noch gar kein Gas eingebaut. Da ist ein Kolben gebrochen, tja, war er im Arsch. Gab es den neuen, ja. Und der Motor lief von Anfang an besser. Bei 45.000 Kilometern habe ich dann die Gasanlage eingebaut. Also der Motor war relativ frisch drin. Und dann habe ich die Gasanlage einbauen lassen. 3.200 Euro hat mich das gekostet. Ist so eine Vialle. Und aus Holland. Und bei dem System finde ich ganz cool, dass ich da überhaupt gar keinen Sprit brauche. Also die startet auch auf Gas. Ich fahre wirklich komplett mit Gas. Und das fand ich von der Idee her so geil, dass ich gesagt habe, yo. Außerdem wird das Zeug nicht erst verdampft, sondern, was ja lange üblich gewesen ist, heutzutage, ich weiß nicht, ob das jetzt noch öfter, aber die waren eine der ersten, die das so gemacht haben, dass das Gas flüssig auch eingespritzt wird. Das ist ja flüssig im Tank, es kommt flüssig nach vorne und früher wurde es immer erst verdampft und dann gasförmig eingespritzt, aber dieses halt nicht. Und deswegen soll man auch keinen Leistungsverlust haben, weil eigentlich ist das auch so. Also man merkt da eigentlich kaum einen Unterschied. Also eigentlich gar nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Ich weiß es nicht. Also ich bin von dem System voll überzeugt. Es funktioniert. Ich hatte bis jetzt so eine kleine Pumpe kaputt. Und naja, ist auch so eine Sache, die der Umrüster halt. Es war seine erste Anlage. Er hatte auch gleich zugegeben. Ich sagte, die habe ich noch nicht eingebaut. Ich würde damit nach Holland fahren, nach Herne. Die machen das dann. Die bauen das Ding dann ein. Und dann unter meiner Anleitung, beziehungsweise ich unter deren Anleitung, das meiste habe ich dann schon vorher fertig, Tank und so weiter, Leitungen verlegt. Ich sage, naja gut, mach das doch so. Ja, ist er mit dem Auto nach Holland gebrummt, hat die Scheiße eingebaut unter Anleitung und funktioniert einwandfrei. Ich fahre das jetzt seit 86.000 Kilometern und ich habe letztens ausgerechnet, ich bin ungefähr, also im allerschlimmsten Fall, weil man tankt ja für die Hälfte, ich tanke jetzt für, wo steht er denn jetzt eigentlich? Scheiße, Mann, ja 61 glaube ich, 61 Cent meistens, 59 Cent, sowas in dem Dreh und mein Verbrauch ist von 7 Liter Benzin auf 8,5 Liter Gas gestiegen, aber trotzdem ist das noch tanken für die Hälfte, womit die Werbung machen, das haut auf jeden Fall hin und ich habe meine Anlage drin, im schlimmsten Fall, wenn ich den allerschlimmsten Fall annehme, dann bin ich bei 0 Euro jetzt, realistisch sind es wahrscheinlich 500 Euro, die ich schon plus gemacht habe. Und im besten Fall, was eigentlich auch sein könnte, weil diese Preise von Gas und Benzin, die schwanken ja, also Gas kaum, aber Benzin schwankt ja so unglaublich. Zwischenzeitlich war Benzin auf 1,70, während ich dann für 49 Cent teilweise Gas getankt habe. Also das ist ja eine Wucht. Und also eigentlich kann man sagen, 500 bis 1000 Euro bin ich jetzt schon im Plus. Also um Ohren fliegen darf mir der Motor jetzt natürlich noch nicht. Ja, also er müsste schon noch 2.000 Euro halten oder 3.000, um das Auto denn den Motor nochmal general überholen zu lassen beziehungsweise den dann wieder instand setzen zu lassen. Wenn er mir jetzt wirklich nochmal um die Ohren fliegen sollte. Es ist sowieso ein Problemmotor. Also dieser 1,4er TSI mit 160 PS, das ist eine Katastrophe. Also als ich damals in der Werkstatt war, da war auch dann noch immer ein anderer, der gleichzeitig mit mir das Auto gekauft hat. Der war zufälligerweise auch in der Werkstatt und ach so, zwei Motorschäden hatte ich. Habe ich das überhaupt erzählt? Nein, ich habe einen von einem nur erzählt. Das erste Mal war Kolben gebrochen, haben sie repariert und dann haben sie nochmal den, haben sie neue Kolben halt eingebaut und dann ging es weiter und das hat dann 30.000 Kilometer gehalten, da war er wieder im Arsch. Das erste Mal war er nach 13.000 Kilometern im Arsch. Ja, und beide Male stand derselbe PKW, derselbe Scirocco mit demselben Motor auch in der Werkstatt mit demselben Scheiß. Also es ist echt ein Problemmotor, aber trotzdem habe ich es gewagt, weil ich hatte damals, war ich dann ja bei der Müllabfuhr und das war 27 Kilometer ein Weg,
Also 54 Kilometer bin ich am Tag gefahren und das merkst du aber, ob du nur noch für 28 Euro tankst. Also die 30 sehe ich eigentlich kaum, dass ich mal für 30 Euro tanke und ich komme damit genauso weit. Also ich habe da so einen großen 68 Liter Tank drin oder wie viel das ist, hinten in der Reserveradmulde und 650 bis 700 Kilometer mache ich damit auf jeden Fall. Also 650 spielend und 700 habe ich auch schon geschafft. Und aber ich fahre das Ding ja gar nicht leer, das ist ja Quatsch. Warum soll ich da auf Benzin umschalten lassen? Laut Anleitung soll ich alle 3 Monate Benzin mal rausfahren, komplett rausfahren, damit das Zeug nicht zu alt wird, aber ich bin ja viel zu geizig. Ich habe das dann mal nach einem Dreiviertel oder einem Jahr habe ich dann mal das Benzin da rausgefahren und war auch egal. Also das Auto hat sich nicht beschwert. Er ruckelte nicht, er stotterte nicht oder was. Das war alles gar kein Problem. Ja. Fährt hier eigentlich noch irgendjemand Gas? Das hätte mich vor allem mal interessiert. Oder bin ich der Einzige, der Autogas LPG fährt? Soll ja auch ein bisschen umweltfreundlicher sein, obwohl das ja auch ein Nebenprodukt ist. Wenn ich das jetzt richtig erzähle, ist das ein Nebenprodukt, was auftritt bei der Benzin und so weiter und Ölgewinnung. Ölgewinnung, jo. Bei der Benzin und so weiter Gewinnung. Und von daher ist es jetzt so hundertprozentig gesund auch nicht. Erdgas soll ja besser sein. Erdgas ist ja hier, was weiß ich, das kannst du ja auch anbauen. Bei LPG ist das, glaube ich, nicht der Fall, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. So genau weiß ich es auch nicht. Also Elektro von vorne bis hinten, aber ich finde Gas geil. Ich bin von dem System überzeugt und würde es mir auch wieder einbauen lassen. Einfach, weil es funktioniert. Ne? Das Auto braucht vielleicht beim Starten, weil er jetzt auf Gas startet und wenn er jetzt lange gestanden hat. Ich fahre das Auto ja jetzt nur noch am Wochenende, das ist ja das Traurige. Ich komme ja überhaupt nicht vorwärts mit meinen Kilometern. Und aber wenn der jetzt die ganze Woche gestanden hat, dann ist natürlich der Druck im Motorraum, da in den Leitungen, ist natürlich mit der Zeit runtergegangen. Und wenn ich dann den Motor starten will, dann muss er erstmal juckeln. Weil er erstmal wieder diesen Druck aufbauen muss, damit sich das LPG wieder verflüssigt und so weiter. Irgendwie so, wenn das so sein soll. Es kann sich dann schon mal eine Dampfblase bilden im Motor und dann manchmal dann juckelt man da wirklich lange rum. Aber das ist für mich ein kleiner Preis. Also von 10 Mal, wenn du den jeden Tag benutzt, dann springt der von 10 Mal starten 8-9 Mal sofort an. Ne, wenn der natürlich dann wieder lange gestanden hat, dann musst du ein bisschen länger juckeln. Aber ich habe auch rausgefunden, wenn man dabei ein bisschen Gas gibt, dann startet der auf jeden Fall erheblich schneller und so. Dann juckelt man nicht die Batterie leer, sage ich jetzt mal so. Nein, also es funktioniert. Ne? Also, und bloß, weil ich da ab und zu so ein bisschen länger juckeln muss, um damit er anspringt, das ist für mich kein, das ist ein Komfortproblem, mehr nicht. Ne? Und das ist für mich aber der Preis wert. Oh, das Video ist ganz schön lang geworden. Ne? Also mich würde echt mal interessieren, ob von euch auch einer LPG fährt oder so. Also Gas oder und was für ein System das ist und ob ihr damit zufrieden seid oder so. Oder überhaupt sowieso, was ihr für alternativen Kram fahrt. Ne? Ja, das war jetzt heute mal von, wo bin ich denn? Raststätte Grönegau oder wie das heißt? Gröne, ja, auf der A30 und ja, gibt's hier noch was zu gucken? Nein, ne? So sieht's hier aus. Oh, klopf, klopf. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss.